Meine Kunst ist, glaube ich, eine Ausdrucksform von einer Ästhetik und Sachen, die ich mag. Ich male, weil es für mich eine Beschäftigung ist, bei der ich mich sehr wohl fühle, bei der ich irgendwie abschalten kann. Und wenn ich so ein fertiges Bild habe, was mir gefällt, dann ja, gibt mir das ein gutes Gefühl. Wenn ich male, finde ich es eigentlich am coolsten, wenn man die Musik halt richtig aufdrehen kann und einfach irgendwie einen Soundtrack hat und eine Playlist, die man für sich zusammengestellt hat mit Liedern, die man wirklich liebt. Sport ist für mich eine Form von Kunst, weil es auch einfach eine Craft ist, die man halt Stunden um Stunden ausüben muss, bis man halt besser wird. Es gibt etwas, was man Flow nennt, ein Begriff, den man aus der Musik kennt. Und das ist ein Zustand, wo es einfach wie läuft, ohne dass man großartig nachdenkt. Aber um dahin zu kommen, muss man halt vorher bestimmte Sachen immer und immer wieder gemacht haben. Also ich sehe das auch schon so ein bisschen, dass da Competition drin ist. Meistens hat man die Competition mit sich selber einfach. Also, dass man sich immer wieder aufrafft, neue Bilder malt, irgendwie sein Wohnzimmer dreckig macht, überall Farbe hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich da hinsetzt und so lustig irgendein Bild malt. So, da geht es schon auch irgendwie darum, dass man viele Bilder malt und dass die besser werden. Und wieder loszieht, neue Leinwände kauft, Geld ausgibt und dann im Endeffekt wie ein Scheißbild hat. Aber sich dann wieder hinsetzt und das nochmal macht und dann irgendwann ein gutes Bild hat als Resultat. Aber wichtig ist einfach so, dass man die ganze Zeit weitermacht, dass man am Ball bleibt. Als ich in Istanbul war, das gibt einen Begriff, Gürültülü. Das ist so ein Noise, der einfach die ganze Zeit über einer Stadt ist. Und dann bin ich zurückgekommen nach Münster und habe mich wirklich an den Kanal gesetzt und gedacht, so, boah, ist das schön ruhig hier. Eine Homebase ist, glaube ich, essentiell, wenn man gleichzeitig unterwegs sein will und viel erleben will und einfach draußen in der Welt ist, gibt einem das Sicherheit, dass man immer wieder einen Platz hat, an dem man zurückkommen kann.